vielleicht was mehr drüber deine Sieg oder deine Mannschaft nach mehr denn je gratuliert zu meiner Mannschaft. So, wir brauchen Zeit. So, wir sind ein Monat zurück. Aber gratuliere für Jerome Boateng für nur 4 Tränen erhalten, für Dante nur 4 Tränen erhalten, Philipp Lahm und Jarek. Der schlechte Nachricht ist, ich denke, eine große Verletzung von Javi. Ja, wir sind ein großes Problem, weil er war dieses Jahr überragend von Anfang an. Aber gratuliere diese Spiele, die hier zu sein, hier sind in Hand gekommen, wissen, seine Topform ist nicht super. Und sie sind hier angekommen und sie haben probiert. Das Spiel in den ersten 15 Minuten, wir haben gut gespielt, mit der Chance, mit Schack, nach der extra Aktion und zwei Aktionen, wo wir verwenden konnten. Wir hatten ein bisschen Probleme kontrollieren, unsere Kontrolle, unsere Halbzeit, unsere Außenverteidigung waren sehr, sehr, sehr in der Tiefe. Aus diesem Grund konnten wir nicht nach vorne gehen. Das Spiel für unsere Beine, für einige Spieler. Und nichts, wir brauchen Zeit zum Trainieren. Und ich hoffe, in dieser Zeit vor Anfang unserer Bundesliga, wir werden probieren. So, ich bin mir sicher, so, wir werden ein bisschen Probleme bis unsere Pause im Winter. Und in diesem Moment, wir müssen nicht verloren, der Wettbewerb in der Bundesliga sind da, in der Pokal natürlich und vor allem in der Champions League, in der Rückrunde, wir werden in der Beste davon sein, weil wir brauchen Zeit in diesem Moment. Wir haben nicht. Danke. Vielen Dank, Jürgen Klopp. Wie fällt Ihre Bewertung auf? Ja, gar nicht so unähnlich. Wir brauchen auch Zeit. Und haben nur aus Trainersicht nicht ausreichende Maße. Das ist natürlich heute hat es für uns weniger Relevanz. Ich finde, ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht für die Phase, in der wir uns befinden. Weil es heute natürlich für uns darum ging, zu reagieren auf das, was in Liverpool war. Das hat uns nicht gefallen. Das war ein ganz, praktisch sogar das krasse Gegenteil, von dem wir Fußball spielen wollen. Heute sah das schon wieder deutlich, konnte ich unseren Fußball wieder erkennen. Wir waren gegen den Ball extrem trippig, extrem stark, haben hoch und mutig verteidigt, das musst du tun. Immer dann, wenn man das nicht gemacht hat, hat Bayern den Ball laufen lassen, war schwierig. Dann war es schwierig für uns, aber wir sind da konzentriert geblieben, konsequent geblieben, haben unsere Momente gehabt mit ganz, ganz tollen Balleroberungen und ganz tollen Möglichkeiten, schönes Tor gemacht, sozusagen erzwungen, das Tor, das zweite Tor war toll rausgespielt, toll vollendet. Das größte Problem in dem Spiel gegen Bayern München ist, sie nicht zu Torchancen kommen zu lassen. Das ist uns heute über einen langen Zeitraum gelungen, weil wir das sehr, sehr kompakt verteidigt haben und damit bin ich natürlich total zufrieden. Wir haben heute auch, weil wir einen Schlag abbekommen, einen kleinen Riss übergespannt. Marcel hat dadurch Torprobleme, da wir in 3 Tagen schon wieder spielen, kann es auch eng werden. Papa Sokratis hat auch ein bisschen angedeutet, dass alles nicht so gut ist. Also dieser Wettbewerb ist toll, aber nach einer WM ist natürlich schon heftig, ja, so direkt dann auf so einen Gegner zu treffen, der ihm alles abverlangt. Und das heute war super intensiv für beide Mannschaften. Alle sind gelaufen wie die Hasen, haben alles raus, haben alles gegeben und ja, jetzt sind wir der Gewinner und ich denke, es war nicht unverdient heute. Und wie ich gesagt habe, wer gewinnt, kann sich richtig freuen. Und das machen wir natürlich auch. Ja, wir sind jetzt Rekord, Supercup, Gewinner. Gut schlimmer. Ja. Ich weiß nicht, ob der 2008 schon mit eingerechnet ist, als der Supercup noch irgendwie kurz anderes hieß. Falls nicht, kurz drüber nachdenken, dann hätten wir wahrscheinlich die Führung deutlich. Dankeschön. Ich wünsche Pep und Bayern München gute Rückreise und ja, bis bald. Gibt es Fragen Ihrerseits? Ja, wenn das nicht der Fall ist, da bitte.
Bitte. Pep, és difícil competir amb aquest Borussia quan falla realment el físic. T'esperaves un punt més de competitivitat o ha estat impossible justament perquè ha faltat físic? I això, Javi Martínez, exactament com ha estat, quina base de la lesió? No, em sembla que perdrem per molt de temps, però no ho sabem exactament. Arribem com arribem, és que no tinc últims jugadors, jugadors han tornat fa 4 dies, un equip que ens porta molt més temps que nosaltres, no li trec mèrit al treball del Borussador, el que fa bé, només faltaria. Estan millor que nosaltres en aquest moment, necessitem temps per poder entrenar i que la gent pugui agafar la seva forma, malgrat de matisos tàctics que no han estat del tot fins, però això és més fàcil de corregir que en el temps que tenim, que és poc per posar-nos en forma. Ja, wenn es noch eine Frage gibt, Herr Gassmann, Sie reden Kölsch. Ja, ich kenne da gar nicht. Herr Gulli, schon mal der Martin Hess hat, was wie schwer die Verletzung ist bei ihm? Am Morgen werden wir richtig, was er hat, aber ich denke, es ist lange verletzt. Da oben, bitte. Oder hier vorne schon ziemlich kurz, einfach mal. Eine Frage an Herrn Klopp. So in etwa bis zur 60. haben Sie ja ein bisschen getüftelt vorne im Angriff mit Hofmann, ziemlich zentral, ziemlich weit vorne die meiste Zeit. Wie hat Ihnen das gefallen? Haben mich getüftelt. Aber ist ja auch nicht schlimm, wenn es so rüberkam. Also ich glaube, ich war das relativ klar, um ehrlich zu sein. Wir haben Raute gespielt und auch wie auf der 10. Aber also verteidigen, so wie es Bayern spielt, bedeutet automatisch, dass die beiden Spitzen da sehr breit verteidigen müssen und der 10 muss rausrücken, um den Druck auslösen zu können. Das haben die Jungs gut gemacht, sehr gut gemacht. Und dementsprechend war das komplett in Ordnung. Und Ober war dann, sah beim Tor zwar nicht so aus, aber haben wir rausgenommen, weil er schon lange Wege gegangen war. Und dann haben wir ein bisschen die Ordnung verloren. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Adrian auf der 10 gespielt hat, sondern einfach, weil dann irgendwie die Jungs so auf die Position getauscht haben, dass am Ende keiner mehr wusste, wie es eigentlich seine genau ist. Es ist früh in der Saison, Anweisungen auf den Platz zu tragen, müssen wir noch üben. Und das dann auch anzunehmen. Aber ansonsten war das komplett in Ordnung. Ich darf sich nicht hinter einem System verstecken gegen Bayern München, sondern du musst eine Grundordnung finden, aus der heraus du jemanden mit größtmöglichen Problemen bereiten kannst. Für heute war das diese. Und beim nächsten Mal, wenn wir andere Probleme haben, versuchen wir die dann auch zu lösen. So, jetzt ist das Mikro oben angekommen. Auch eine Frage an Jürgen Klopp. Eine Bitte um eine kurze Einschätzung der Leistung der beiden Torschützen. Und musstest du auch schmunzeln, als du die Spider-Man-Maske von Ober gesehen hast? Ich hatte schon mal einen Stürmer, der mit so einer ähnlichen Mütze, Kappe, was war das, so eine Maske gefeiert hat. Felix Bocher, für die Eltern unter euch. Hat für Mainz 05 bei Alemann die Aachen drei Tore geschossen, hat dreimal mit so einem Ding gejubelt. Also ich bin Kummer gewohnt, ja, ich musste auch schmunzeln, aber ich war froh, dass Kevin die bei der Sieger mich auch noch aufgesetzt hat. Sie ging rum. Wo gibt es noch Informationsbedarf? Die Leistung der beiden. Achso, die Leistung, ja, stark. Ich habe heute niemanden gesehen, der nicht gut gewesen wäre. So, das war los, es waren ganz großartige Duelle. Sokratis gegen Lewandowski. Die kann der Liebe bisher noch aus dem Training und da ist Papa nicht ganz so gallig. Also das war klasse, es hat heute einfach, das hat gepasst. Die Jungs mussten viel laufen und haben ein paar Mal nachgefragt, ob wir wirklich die ganze Zeit so hoch stören wollen und dann gesagt, ja, fast. Und dementsprechend war das heute sehr intensiv und macht dann natürlich nicht so viel aus, wenn du gewonnen hast, doch klar. Ich sehe im Moment keine weitere Wortmeldung. Nö, ich übersehe auch nichts. Dann bedanke ich mich fürs Kommen, wünsche gute Heimfahrt. Vielen Dank.